Man weiß es natürlich nie, Nanny Plum. Vielleicht sehen Sie einen Pinguin. Violet, borgst du mir deinen Zauberstab? Na klar. So eine Überraschung, weiser alter Elf. Ein Pinguin am Nordpol. Oh, fein ausgedacht, Nanny Plum. Was denn? Gaston bewegt sich plötzlich nicht mehr. Interessant. Gaston ist eingefroren. Oh nein! Das heißt, dass wir ihn irgendwo wieder auftauen müssen. Ja, Insekten mögen den Winter nicht. Da wären wir. Das ist das Haus, in dem der Weihnachtsmann wohnt. Es sieht wie ein Weihnachtspudding aus. Oh, wie wundervoll. Ja, kleiner Bruder, ich habe es eigenhändig gebaut. Naja, wenn ich gesagt habe wundervoll, dann meinte ich, es ist okay. Das ist das Studierzimmer des Weihnachtsmannes. Wir können den Marienkäfer am Kaminfeuer auftauen. Sind das hier die Hausschuhe des Weihnachtsmannes? Ja, das sind sie. Wow, seine Füße sind größer als wir alle zusammen. Seht nur, Gaston ist wieder aufgetaut. Gaston ist wieder fit. Ich liebe das Weihnachtsfest. Und ich liebe Schnee. Ich auch. Ich wünschte, dass es jetzt gleich schneien würde. Ja, es ist doch der Weihnachtsabend. Wann fahren endlich weiße Flocken? Wie mir scheint, ist es Zeit für eine Wettervorhersage. Wettervorhersage? Ja, wir benutzen dazu einfach meinen Elfenwetterdetektor. Wow! Dann kann uns die Maschine wirklich vorhersagen, wann Schnee fällt? Natürlich. Wie funktioniert sie denn? Ich höre nach dem Wetter durch diesen gigantischen Ohrenschalltrichter. Er ist so hochempfindlich, dass ich es sogar hören könnte, wenn ein Schmetterling in Afrika mit den Flügeln schlägt. Können Sie wirklich einen Schmetterling hören? Ah, so laut darf man niemals in den Schalltrichter sprechen. Entschuldigung, weiser alter Elf. So, bitte seid alle ganz still. Ah. Sehr interessant. Hören Sie einen Schmetterling? Nein, was ich höre, ist das Wetter. Welche Art von Wetter denn? Es gibt eine Chance auf Sonne oder Regen, darauf, dass der Himmel klar ist oder auch bewölkt. Wie sieht es aus? Wird Schnee kommen? Ich kann sagen, es ist durchaus möglich. Und andererseits ist es auch nicht möglich. Oh. Ich weiß was. Wir fragen einfach Nanny Plum, ob es Schnee geben könnte. Warum denn gerade Nanny Plum? Nanny kann die Zukunft vorhersagen. Ha! Ehrlich gesagt, das möchte ich sehen. Zu meinem nächsten Trick. Ich verwandle mich jetzt in eine Maus. Ihr lieben Kleinen, wartet hinter dieser Tür für einen kurzen Moment. Wie verwandeln Sie sich denn in eine Maus? Erstmal lege ich diese Ohren an und diese Nase. Danach... War es eine gute Idee, die Bande da reinzuschicken in die Bibliothek? Was? Es ist immerhin der Raum, in dem sich alle Zauberstäbe befinden. Ach. Keine Sorge, der große Wizardo, der beruhigt Sie schon. Ich zeige Ihnen meinen Maustrick. Davon werden Sie überrascht sein. Sie werden überrascht sein, wie mies der ist. Das mag funktionieren. Seht, Kinder, ich habe mich verwandelt in eine... Mausi, Mausi! Quiek! Wow, das ist gar kein schlechtes Kostüm. Die Kleinen haben, glaube ich, den weisen alten Elf echt in eine Maus verwandelt. Quiek! Könnte mich bitte jemand wieder zurück in den weisen alten Elf verwandeln? Nein, wir können doch nicht zaubern, weil uns irgendwer leider unsere Zauberstäbe weggenommen hat. Ja... Quiek! Ahoi, meine Herzchen! Ich bin wieder da, um meine Nichte abzuholen. Oh, ehrlich gesagt ist die Party noch nicht ganz zu Ende. Nein? Die Kleinen sind in der Bibliothek mit den ganzen gefährlichen Zauberbüchern. Sie haben auch alle Zauberstäbe. Und sie haben den weisen alten Elf in eine Maus verwandelt. Quiek! Klingt nach einer lustigen Party. Oh nein, es ist ganz still geworden. Irgendwas passiert da. Lasst uns nachschauen. Hallo? Hallo? Es ist niemand hier. Nur die Zauberstäbe. Oh, gut, dich endlich wieder zu haben.
Nanny, jetzt wo Sie Ihren Zauberstab wieder haben, hätten Sie vielleicht die Güte... Natürlich, oh großer Wizardo. Sei ihm nur wieder du. So, es ist repariert. Oh, es bleibt stehen. Ich möchte nochmal fahren. Oh ja, ich auch. Mehr. Geht klar. König und Königin Marigoldschloss ist eigentlich überhaupt nicht langweilig. Ja, allerdings. Man hat richtig Spaß, nicht wahr? Tschu-tschu! Wenn schon vom Einpacken die Rede ist, sollte nicht irgendjemand langsam anfangen, das zu tun? Der Weihnachtsabend ist da. Du liebe Güte, Sie haben recht. Los, alle an die Geschenkverpackungsmaschine. Das ist das letzte Geschenk, das wir in diesem Jahr verpackt haben. Zeit für den Urlaub. Hurra! Wir haben aber noch eine Kiste mit Geschenken mitgebracht, die eingepackt werden müssen. Tut uns leid, dass wir Ihren Urlaub beenden müssen. Kein Problem. Arktische Elfen lieben es, Geschenke einzupacken. Und wir... Oh nein! ...sind arktische Elfen. Wir haben Spielzeugroboter mitgebracht, Puppen, Weltraumraketen und Autos. Nicht übel. Du hast eine ausgezeichnete Arbeit gemacht, Bruder Herz. Oh, danke schön, Bruder. Hallo, weiser alter Elf am Apparat. Und hier spricht der Weihnachtsmann. Oh, na sowas, der Weihnachtsmann. Wir vermissen noch einige Spielsachen. Es fehlt die Kiste Nummer 571. Die Kiste 571? Ich brauche die Spielsachen, bevor es Abend wird. Oder ein paar Kinder werden in diesem Jahr ihre Weihnachtsgeschenke nicht bekommen. Lieber Weihnachtsmann, dazu wird es nicht kommen. Wir liefern die Spielsachen pünktlich aus. Ich werde sie zustellen, höchstpersönlich. Nummer 571? Die Kiste kann sonst wo sein. Die werden wir sicher nicht finden. Kann es die sein, vor der du sitzt? Da steht deutlich die Nummer 571 drauf. Was? Sehr gut gemacht, Ben. Du hast sie gefunden. Zum Elfenflugzeug. Wir liefern unverzüglich. Tja, das war ein reizender Urlaub. Vielleicht ein wenig kurz. Bedeutet das, Sie fliegen jetzt nochmal zum Nordpol? Dürfen wir da mitkommen? Dürfen wir, Dad? Bitte. Bitte, Mr. Elf. Na gut, ich freue mich, wenn einer mitkommt, aber wir müssen auf der Stelle starten. Hurra! Fantastisch! Ich werde mir lieber meinen Zauberstab vom König zurückholen. Dafür ist keine Zeit mehr, Nanny. Wir müssen diese Spielsachen zum Weihnachtsmann bringen und das so schnell es nur geht. Die Elfenehre steht auf dem Spiel. Fertig machen zum Abflug, Kapitän. Alle Mann an Bord. Ben, guck nur, es schneit. Oh, wow. Schnee. Nun sehen Sie's. Meine Schneekugel hatte recht, oder? Das ist unsere edelste und gleichzeitig absolut wertvollste Sammlung von höchst antiken Spielzeugen. Wie beeindruckend. Ihr spielt hier wahrscheinlich den ganzen Tag lang. Ich könnte hier drin glatt für immer und ewig spielen. Der Affe hier hat bereits über 100 Jahre auf dem Buckel. Und dieser Clown ist sogar schon über 200 Jahre alt. Der Überlieferung nach wurden sie in der Elfenfabrik gebaut, und zwar von jemandem namens Weiser Alter Elf. Wir kennen den weisen alten Elf. So, ihr kennt den weisen alten Elf? Was für einer ist das? Er ist weise. Er ist alt. Er ist ein grummeliger alter Elf, der ein bisschen geschickt ist.
Und das ist mein Lieblingsspielzeug. Ein Jahrmarktkarussell zum Aufziehen. Es ist nur leider schon kaputt. Keine Sorge, ich kann das reparieren. Das glaube ich nicht, Junge. Das ist dummerweise etwas für einen Experten. Elfen sind Experten. Und ich bin ein Elf. Ich kann dir helfen, Ben. Oh, nur nichts anfassen. Die Spielzeuge dürfen niemals von Kindern angefasst werden. Wenn wir es nicht anfassen, wie sollen wir es dann reparieren? Na schön. Ich habe sowohl eine gute Nachricht als auch eine ziemlich schlechte. Zuerst die gute Nachricht? Dass wir morgen zu König und Königin Marigold zum Essen gehen, habe ich abgebogen. Hurra! Und welche schlechte Nachricht hast du? Sie kommen hierher. Oh nein! Was können wir denn da tun? König und Königin Marigold erwarten garantiert etwas ganz Spezielles. Glücklicherweise haben wir ja die beste Köchin der ganzen Welt, Nanny Plum. Oh, danke, Eure Majestät. Wie wäre es denn mit einer Backkartoffel, gefüllt mit Kartoffeln, dazu Pommes frites und Püree und obendrauf ein Spiegelei? Nein, Nanny. Sie erwarten, dass man etwas Modernes kocht. Es kann auch Haferbrei sein. Das ist keine moderne Kochkunst. Was ist denn moderne Kochkunst, Mami? Das sind äußerst delikate Speisen in ganz, ganz winzigen Portionen. Dann kriegen Sie winzige Portionen. Gut gemacht, Nanny. Die ist nicht groß. Natürlich wird sie wieder größer, wenn der Zauber aufhört. Wann wird dieser Zauber denn wohl aufhören, Nanny? Ich würde sagen, jetzt. Entschuldigt bitte. Es ist ja nicht nur eine Frage der Größe der Speisen, Nanny. Moderne Küche ist recht extravagant. Kein Problem. Nanny hat ja noch bis morgen Abend Zeit, sich etwas einfallen zu lassen. Ja, Eure Majestät. Gut. Dann ist das geklärt. Nanny, weißt du denn schon, was du kochst? Keine Ahnung. Du musst erst einmal die Augen schließen. Tu ich. Die Augen aufmachen darfst du jetzt. Überraschung! Sagte, keine Geburtstagsparty. Das ist ja auch gar keine Geburtstagsparty, Schatz. Das ist nur eine Überraschungsparty. Oh, na ja, dann von mir aus. Hiermit gratuliere. Ich gratuliere Eurer Majestät dazu, dass ihr ein so exzellenter König seid. Fantastisch. Oh, danke schön. Und nun folgt das gigantische Feuerwerk. Es ist so groß wie eine Karotte. Ich liebe Feuerwerke. Und nun, Eure Majestät, bringt die Elfenband ein ganz spezielles Ständchen euch zu Ehren. Umpa, Umpa, König Aurike ist als König schon alt. Dazu kommt heut ein neues Jahr. König Aurike hat auch schon graues Haar. Glückwunsch von uns allen, na klar. Na, natürlich handelt das kleine Ständchen durchaus nicht von euch. Oh, nein. Es geht um einen ganz anderen König, Eure Majestät. Der König lebt weit entfernt von hier. Und er hat zufällig heute Geburtstag, Schatz. Tja, dann kann ich sagen, es war ein reizendes Lied. Hurra! Komm schon, Daddy, lass uns tanzen. Das macht Spaß! Herzlichen Glückwunsch, Daddy! Da wären wir, das Schloss von König und Königin Marigold. Was für ein grauenhaftes Gebäude. Dermaßen geschmacklos. Das ist ja wunderschön. Ein tolles Schloss. Hallo und willkommen. Holly, du erinnerst dich doch noch an König und Königin Marigold? Hallo, Prinzessin Holly. Hallo, und das ist mein bester Freund, Ben. Den habt ihr auch schon mal getroffen. Natürlich, der charmante kleine Kobold.
Ich bin doch kein Kobold. Ich bin ein Elf. Oh, ein Elf? Wie exotisch. Ihr hattet hoffentlich eine angenehme Reise. Es muss ja für euch so reizvoll sein, euer winziges Königreich einen Tag lang hinter euch zu lassen. Sagt uns offen und ehrlich, was ihr von unserem Designerschloss haltet. Ehrlich gesagt, das sieht aus wie ein Komplett. Es ist wirklich klasse. Ich wünschte, wir würden auch so ein wunderschönes Schloss haben, Mami. Bevor wir es total auf Plastik umgebaut haben, bestand es aus Stein. Stellt euch vor, wie primitiv. Unser Schloss ist auch aus Stein gebaut. Also ihr wohnt traditionsbewusst in einem altmodischen Schloss. Das muss ziemlich, wie soll ich sagen, unkomfortabel sein. Nein, eigentlich nicht. Oh, ihr habt euren Marienkäfer mitgebracht. Runter, Gaston, runter! Das bedeutet, er mag euch. Da bin ich ja begeistert. Gehen wir doch hinein. Wir machen mit euch eine Besichtigungstour. Darf Gaston dahin auch mitkommen? Gern, sofern er sich die Füße abtritt. Ja, würdet ihr euch bitte alle die Füße abtreten? Und bitte auch nichts da drin berühren, ja? Ich wäre euch verbunden, wenn ihr nicht allzu stark atmen würdet. Wir haben eine Fülle von Kostbarkeiten. Wenn die Geschenke alle verpackt sind, wer verteilt sie dann? Ho, ho, ho! Ich verteile sie natürlich. Hallo, Weihnachtsmann! Nennt mich Santa. Wie ich gehört habe, steckt ihr in Schwierigkeiten. Ja, wir können ohne Hilfe nicht nach Hause kommen. Ich habe heute jede Menge zu tun, da könnte ich euch ja unterwegs absetzen. Kommen Sie denn auch bei uns vorbei? Ich komme überall vorbei. Ja! Sieh an, der Pinguin ist aber weit weg von zu Hause. Ich nehme ihn am besten auch mit. Ho, ho, ho! Die Fahrt geht los! Hast du denn eigentlich auch ein Geschenk für unsere Freundin Lucy? Lucy? Das ist ein kleines Mädchen, das wir kennen. Natürlich bekommt sie auch ein Geschenk. Gut, die Party ist jetzt vorbei. Alles in allem lief's besser als gedacht. Aber was ist mit dem Gelee? Wir hatten noch kein magisches Gelee. Magisches Gelee! Magisches Gelee! Na schön, Manny. Aber bitte machen Sie dieses Mal nicht wieder zu viel davon. Seht nur, magisches Gelee. Das ist gut, dann ist die Party allmählich zu Ende. Ah, oh, Ruby, ich hoffe, dass es schön war. Ja, Mami. Tarquin, sag danke für die Gastfreundschaft. Danke für die Gastfreundschaft. War mir ein Vergnügen. Wiedersehen, Nessie. Au, sie hat mir schon wieder wehgetan. Schon bald wird Ruby ja Geburtstag haben. Wir hörten, Sie hätten einen Kinderunterhalter gefunden, der gut mit den Kleinen umgehen kann. Ja. Hier ist er, der große Visardo. Ich... Wundervoll. Wir werden uns dann alle bei Rubys Party sehen. Party, Party! Die Krebsscherenhalteklammer, bitte. Die Krebsscherenhalteklammer. Sortierhütchen. Sortierhütchen hier. Also das sieht alles sehr kompliziert aus. Die Reparatur eines Zauberstabkopfes ist eine Mischung aus Chirurgie und Uhrmacherhandwerk. Ah. Den Fietsch, Fatsch, Schockierungsflötentrichter. Flötentrichter. Interessant. Das hört sich noch nicht richtig an. Hurra! Können wir nach Hause gehen? Noch nicht, Nanny Plum. Hollys Zauberstab muss noch getestet werden. Auf geht's zum Testraum. Der Testraum für Zauberstäbe. Er ist der sicherste Platz zum Zaubern im ganzen Königreich. Wieso brauchen Sie einen speziellen Raum, um zu zaubern? Wir wollen verhindern, dass Zauberei nach außen dringt und für Ärger sorgt. Wo bleibt da der Spaß? Magie ist nicht dazu da, Spaß zu haben. Hier wird nur sichere und sensible Zauberei ausgeführt. Was tut er denn da jetzt? Wie es aussieht, richtet er den Testroboter für einen Zauberspruch ein. Was ist das? Limonade. Wir wollen jetzt den Zauberstab testen, indem wir die Limonade in irgendetwas anderes verwandeln.
Können wir sie auch in eine goldene Kutsche verwandeln? Oder ein Monster mit 100 Augen und 3 Beinen. Hahaha, abwarten und Tee trinken. Die Limonade hat sich in Wasser verwandelt. Keine Sorge, Holly. Es ist leicht, Bauklötze wieder klein zu machen. Seid fein, ganz klein. Da, siehst du, Holly? Seid fein, ganz klein. Daisy, Poppy, die Zauberstäbe kriegt jetzt Daddy. Seid fein, ganz klein. Hilfe! Wow, sie haben König Aurike klein gezaubert. Daisy, Poppy, das war weder klug noch lustig. Seid fein, ganz klein, seid fein, ganz klein. Jetzt sind wir auch ganz klein. Keine Sorge, ich zauber uns wieder zurück auf Normalgröße. Ich schwinge den Zauberstab. Er ist nun viel zu schwer. Ich kann ihn nicht aufheben. Am besten rufen wir schnell Nanny Plum. Gute Idee, Ben. Ich läute mal. Dam, da, dam, du, da, di, da. Da, 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 dam, do, da, da, da. Das reicht nicht. Wir müssen stärker ziehen. Da, da, di. Oh, ich frage mich, was er will. Typisch König. Er klingelt nach mir und wenn man dann kommt, ist er nicht mehr da. Nanny Plum! Ja? Wir sind hier! Wieso seid ihr denn so winzig? Daisy und Poppy, die haben uns einfach verzaubert. Unverständlich. Es ist doch nicht schwer, auf Daisy und Poppy aufzupassen. Man muss nur ein bisschen mit ihnen spielen. Das haben wir ja versucht, Nanny Plum. Es ist aber gründlich schiefgelaufen. Eine Sache lieben die beiden besonders. Ihre Babypuppe. Tja, wo ist sie? Buh! Oh, Daisy und Poppy. Wo habt ihr eure Babypuppe gelassen? Sofort wirst fein Puppe du sein. Oh ja, die müsst ihr einfach hören. Oh, König Aurikel, ihr habt ja gar nicht erzählt, dass ihr auch Dirigent seid. Ich habe ein besonderes Interesse am Klang dieser Band. Ich muss sagen, das ist durchaus nicht das, was ich von dem Konzert erwartet habe. Sie haben geübt und zwar sehr fleißig. Die Elfen spielen ja gut. Nur das Stück ist doch recht altmodisch. Auch der Klang der Instrumente ist nicht gerade originell. Ich dachte, bei Elfenmusik gäbe es mehr Folklore. Was sagt ihr? Interessant. Was ist das? Wirklich anregend. Ein Triumph, König Aurikel. Haben Sie jemals daran gedacht, Musik zu unterrichten? Ich weiß nicht. Tanzen. Umpa, umpa. Umpa, 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 umpa. Komm mit, Mami. König und Königin Marigold sind ja überhaupt nicht so langweilig. Jetzt beeil dich, du kommst zu spät zu Bens Geburtstagsparty. Ben wird von der Karte bestimmt begeistert sein. Hallo Holly. Herzlichen Glückwunsch, Ben. Komm rein. Meine Karte für dich. Danke, Holly. Ben hat viele Karten bekommen, die ganz reizend sind. Ich habe meine mit Magie gemacht.
Wow, ich habe meine mit einem Computer gemacht. Hier. Oh. Ich habe meine in einem Laden gekauft. Ja, klasse. Holly, darf ich jetzt auch deine Karte haben? Sie ist nicht wirklich toll. Sie entstand ohne Magie oder Computer. Und ich habe sie auch nicht gekauft. Ich habe sie selbst gemacht. Du meinst so ganz ohne Zauberei? Wow, die ist ja fantastisch. Herzlichen Glückwunsch, Ben. Oh, eigentlich stimmt es, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. Das weiß ich schon. Du vergisst doch jedes Jahr meinen Geburtstag. Tue ich das? Ja, aber das macht nichts weiter. Du bist trotzdem meine beste Freundin. Abracabaus, mach Sandwiches draus. Abracadé, den Eimer voll Tee. Nanny Plum, Nanny Plum. Mr. Gnome braucht einen Liegestuhl und eine Angelrute. Aber schnell. Er tut dann so, als würde er dort angeln. Oh je, sowas habe ich befürchtet. Kein Hügel ist mehr zu entdecken. Also, auf Wiedersehen. Dankeschön, weiser alter Elf. Nun fehlt mir allerdings noch eine Windmühle. Was? Eine funktionstüchtige Windmühle ist wahnsinnig schwierig zu bauen. Oh, sie muss ja auch gar nicht funktionieren, sondern es nur vortäuschen, aber mit Flügeln, die sich schön drehen. Gut, in Ordnung. Sandwiches, Tee, Liegestuhl und Angelrute. Zu freundlich. Was ist das für ein Lärm? Weiser alter Elf, was soll denn das werden? Wir bauen die Attrappe einer Windmühle für den Gnom. Sie meinen, sie tut nur so, als ob? Ja, sie muss ja auch gar nicht funktionieren. Das ist völliger Quatsch. Aber sie sieht lustig aus. Dürfen Holly und ich auch mitbauen? Oh, ja, bitte. Tja, jetzt fehlen nur noch die Flügel. Vorhersagen, oder? Ja, ja, sicher kann ich das. Können Sie uns dann auch sagen, ob es heute vielleicht noch Schnee geben wird? Ja, dazu benutze ich gleich meine spezielle Schneevorhersagekugel. Hoho, jetzt verstehe ich. Sie starren in eine Kristallkugel und die sagt uns die Zukunft voraus, wie ich vermute. Ha! Nein, man muss sie nur schütteln und zwar so. Na, wer sagt's denn? Es wird heute noch schneien. Hurra! Stopp! Wie um alles in der Welt soll denn ein solches Ding das Wetter prophezeien? Sie hat immer recht, jawohl. Und was wäre, wenn Sie sie im Sommer schütteln würden? Keiner käme auf die Idee, sie im Sommer zu schütteln. Oh, ich bitte Sie, das wäre ja idiotisch. Wenn ich Sie recht verstehe, können Sie genau vorhersagen, wann es anfängt zu schneien. Allerdings, es fängt an zu schneien jetzt. Abracadabro. Halt, das gilt nicht. Quatsch, wieso? Schneefall los! Nanny Plum hat es schneien lassen. Los, sehen wir es uns an. Was? Nichts. Wo ist denn nun der Schnee? Ja, Nanny Plum. Es schneit ja hier drin. Schnee. Machen wir eine Schneeballschlacht. Nanny Plum, es schneit hier in unserem Wohnzimmer. Ist das Ihr Werk? Ja, allerdings. In Innenräumen hat man aber seinen gemütlichen Sessel und liest. Draußen fällt der Schnee, nirgends sonst. Oh, innen drin oder draußen? Was macht das schon? Nanny Plum, Sie sind gefeuert. Nun machen Sie keine Witze. Hiermit entziehe ich Ihnen Ihren Zauberstab, bis Sie gelernt haben, Ihre Zaubereien besser zu kontrollieren. Was wird dann aber mit dem Schnee, Schluss, kein Wort weiter.
Oh. Alles sofort raus. Wieso haben die Leute nur immer so enge Schornsteine? Wir könnten doch die Geschenke für dich hineinbringen. Oh, gern. Nun steck diese Pakete in Lucys Weihnachtsstrumpf. Und vergesst die Mandarine nicht. Da kommt jemand. Bleib still stehen. Tut so, als ob ihr kleine Figuren seid. Seltsam. Da sind ja einige Teile der Dekoration vom Baum gefallen. Der kleine Elf müsste hier hin. Und die hübsche kleine Fee gehört auf die Spitze des Baumes. Das war wirklich ganz schön knapp. Lasst uns jetzt die Geschenke zu Lucy bringen. Lucy, aber du müsstest doch jetzt schlafen. Ich bin so aufgeregt wegen des Weihnachtsfestes. Was sucht ihr denn jetzt hier? Wir bringen dir gerade all deine Weihnachtsgeschenke. Wow. Und kriegen Elfen und Feen genauso Geschenke wie wir? Nein, dafür feiern wir heute Abend das Elfen- und Feenfest. Mit toller Musik. Und Lampions in den Bäumen. Das klingt herrlich. Es ist wundervoll. Wir müssen gehen. Santa wartet auf eurem Dach auf uns. Santa? Bei mir